Mein Name ist Ernst Kaiser. Ich bin Funker auf der MS Ascona seit 3 Jahren. Meine hauptsächliche Aufgabe besteht darin, das Leben von Personen sowie die Ladung vom Schiff und das Schiff selber im Fall von Not so gut wie möglich mit meinen in diesem Raum zur Verfügung stehenden Mitteln zu gewährleisten. Da sieht man als erstes meinen Hauptsender. Das ist der grosse Apparat. Mit dem kann ich auf Telegrafie, also auf Mittelwellen und auf Kurzwellen morsen. Das ist dann das, was wir vorher gehört haben. Und ebenfalls kann ich auf Kurzwellen mit dem Apparat telefonieren. Dann haben wir hier den Hauptempfänger. Wenn ich jetzt also ein Schiff im Fall von Not gerufen habe, komme ich die Antwort mit dem Apparat über. Des Weiteren haben wir hier den zweiten Empfänger, das ist der Notempfänger. Der wird betrieben an Batterie in einem Fall, wo das Schiff ein Leck hat, also ein grosses Loch, und wo Wasser in die Maschine hineinläuft und Generatoren, wo Stromerzeugung nicht mehr schaffen. Auch habe ich hier noch einen zweiten Sender, das ist der Notsender. Der kann ebenfalls an Batterie betrieben werden, im vorher geschilderten Fall. Eine dritte Möglichkeit besteht, zu telefonieren in Küstennähe mit dem UKW-Gerät. Das ist der Apparat, den man hier oben sieht. Das ist UKW. Ist zu gebrauchen in Küstennähe bis maximal 110 Meilen bei guten Bedingungen. Und mit dem tut man telefonieren. Wir auf Schweizer Schiff arbeiten meistens mit Berner Radio. Das ist unsere schweizerische Küstenfunkstelle an der Genfergasse in Bern. Das wird nicht über Berner Radio bestellt. Sie sollten die Zentrale in Bern haben. Von diesem Raum aus gehen sämtliche Kontaktaufnahmen mit dem Schiff. Ja, Santa Rosalia per Radio, that's okay, that's okay. On the same frequency. Das geht alles per Funk, nämlich mit Morse. Mit Telex, also Fernschreiber. Hotel Oscar 7024, El Bravo Bar Radio. Mit Telefon. Just a moment, I turn my antenna in your direction. Damit die Funkverbindungen rund um die Erde immer möglichst gut sind, hat Radio Schweiz drehbare Richtantennen, die von Bern aus ferngesteuert werden. So können die Schiffe über diese Zentrale mit irgendjemandem an Land Kontakt aufnehmen, der selber keinen Funk hat. Wir auf allen Seeschiffen sind auf dem Schweizer Schiff gut ausgerüstete Bordapotheken an Bord. Damit können wir uns in leichten Krankheitsfällen und auch leichteren Unfällen ganz gut selber helfen. Haben wir mal Schwierigkeiten, schwere Sachen oder fühlen wir uns unsicher mit etwas, haben wir jederzeit die Möglichkeit, über eine Funkstation, also auch über Radio Bern, einen Arzt um Rat zu fragen. Um euch das mal zu zeigen, tun wir jetzt einmal so einen leichten Fall durchspielen. Ascona Bern Radio, Moment bitte, ich verbinde mit dem Kantonsspital Zürich. Reicht? Da ist Kapitän von der Ascona, Schildknecht. Herr Doktor, ich habe einen jungen Mann hier, der schon seit 2 Stunden Nasenblüten hat und wir haben das bis jetzt noch nicht zum Stoppen gekriegt. Habt ihr vielleicht etwas bei euch, wo man in die Nase stopfen könnte, zum Beispiel Watte? Wir haben blutstillende Watte, ja. Gut, dann müsst ihr den Patienten sicher einmal ablegen. Und nachher stopft ihr ihm von dieser Watte fest und tief in beide Nasenlöcher rein, so dass es gut auf die blutende Stelle drückt. Das genügt meistens. Ja, besten Dank, Herr Doktor, das werden wir machen. Und sollte das nicht aufhören, werden wir uns später nochmal mit Ihnen in Verbindung setzen.